Hallo ihr Karotten da draußen und willkommen zurück zu Harveys Neue Augen. Ja, wir mussten jetzt den hier so ein Teser viren, da müssen wir jetzt leider mal auf OK drücken, weil dazu gezwungen werden, leider. Aha. Okay, dann machen wir jetzt einen Tee. Psst, Lilly. Keine Angst, Lilly. Ich bin es. Gerrit, verhalte dich bitte unauffällig. Du wurdest von Dr. Marcel hypnotisiert und stehst komplett unter seiner Kontrolle. Aber mach dir keine Sorgen. Ich kann dir helfen. Dafür musst du allerdings in meinen Geheimraum kommen. Der Zugang befindet sich vor dem Büro der Oberin. In der dunklen Ecke neben dem Kamin. Vorher benötige ich aber noch deine Hilfe. Ich beobachte die Oberin und den Doktor schon seit langem. Und ich bin kurz davor, ihre üblen Machenschaften aufzudecken. Alles, was ich dafür brauche, ist ein Geständnis. Hier. Nimm dieses Tollkirschenextrakt. Es handelt sich um ein Wahrheitsserum. Schütte es der Oberin in den Tee. Sobald sie davon trinkt, wird sie all ihre Geheimnisse ausplaudern. Hast du das verstanden? Aha. Exzellent. Lilly, was treibst du denn da? Du sollst uns Tee kochen und nicht irgendwelche Gemälde betrachten. Na, seien Sie doch nicht so streng mit ihr. Lilly wird ihre Aufgabe erfüllen. Aber ich muss gestehen, dass ich ihre Galerie ebenfalls schon bewundert habe. Besonders interessiert mich diese Stickerei dort. Sie fällt ein wenig aus dem Rahmen, finden Sie nicht? Ach die, das ist nur eine alte Erinnerung. Kaum der Rede wert. Ich kann mich nicht einmal entsinnen, sie dort aufgehängt zu haben. Kennen Sie nicht? Interessant. Was soll das überhaupt darstellen? Ein achtbeiniges Einhorn? Es ist nur die Stickerei eines dummen, verantwortungslosen Kindes. Nichts weiter. Mhm. Ja, interessant. Wir machen jetzt auch hier den Tee. So, zack. Und zack. Und zack. Lilly, du ungeschickter Nichtsnutz! Willst du mich unbedingt vor dem Doktor blamieren? Das ist merkwürdig. Die Hypnose ist unfehlbar. Scheinbar war es wirklich nur ein Missgeschick. Das ganze Kind ist ein einziges Missgeschick. Oh. Wenn ich könnte, dann würde ich es Aber, Frau Oberin, so beruhigen Sie sich doch. Lilly wird ihre Aufgabe erfüllen. Nicht wahr, Lilly? Aha. Na also, dann bring uns doch bitte einen neuen Tee, ja? Sei so gut. Lilly ließ sich nichts anmerken, aber sie stand kurz vor einer Panik. Neuen Tee zu servieren war ja kein Problem. Aber wo sollte sie jetzt neues Wahrheitsserum herbekommen? Psst, sprich mich nicht an. Schütte der Oberin einfach das Wahrheitsserum in den Tee. Du hast das Fläschchen mit dem Tollkirschenextrakt doch noch, oder? Tja. Perfekt. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Fail. Ja. Nehmen wir mal eine Tasse. Können wir noch irgendwas nehmen, außer? Okay, machen wir lieber die Pippen mit. Aber was tut sie denn da? Gehört das etwa auch zu ihrer Konditionierung? Keine Sorge. Sie steht unter Hypnose und kann keinen Unsinn mehr anstellen. Aber was tut sie? Gehört das keines? Sie gehe ich jetzt eben nach außen. Arschloch. Weil das Feuer brennt hier. Wenn jetzt das Zeug da reinpacken. Und da runterhängen. Hallo Lilly. What the? Du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen? Oder? Wollte nur sicher gehen. Lilly hängte den Kessel vorsichtig an den Haken und achtete dabei pingelig darauf, nicht das Feuer zu berühren. Lillys Spezialtee war fertig. Sie nannte ihn pure Wahrheit, eine Rooibos-Tollkirschenmischung. Okay. Dann werden wir den jetzt hier servieren. Nein, nicht das. Das brauchst du. Hallo, weg damit. Das brauchst du. Tee.
und nicht die ganze Kanne. Na endlich! Es wurde ja auch Zeit. Dummes Ki. Krank. Ist Ihnen nicht gut? Sie sind ja geradezu hysterisch. Es ist diese Stickerei. Sie erinnert mich an meine Zeit. Okay, mit Ü also. Ich war so ein dummes Wollte unbedingt ein Einhorn als Haustier. Ein Einhorn. Ist das zu fassen? Aber geschenkt haben sie mir. Eine Tarantel. Ach, dann haben Sie diese Stickerei erstellt. Zotti starb während meines Versuchs, ihr mit einer Nagelpistole ein Horn in die Stirn zu tackern. Ich war ein so dummes Ich hasse Kinder. Verstehe. Die Erwachsenen schienen mit Erwachsenenproblemen beschäftigt zu sein. Dies war Lillys Chance. Okay. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Du sollst keinen Alkohol anrühren. No. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Du sollst nicht die Kontrolle verlieren. Und niemals sollst du tun und lassen, was du willst. Du sollst Erwachsenen... Oh Mann. So, kann man hier noch irgendwas nehmen, du? Wir gehen einfach mal wieder hin. Gut gemacht, Lilly. Ich habe alles gehört, was ich hören wollte. Die Oberin ist offenbar vollkommen gaga. Ich hatte schon so etwas vermutet. Jetzt schnell, komm zu mir in den Geheimraum. Es gibt eine geheime Tür in der dunklen Ecke vor dem Büro, direkt neben dem Außenkamin. Ja. Ach, verdammt. Du kannst natürlich kein Licht machen, weil du nicht mit Feuer spielen darfst. Das hatte ich ganz vergessen. Einen Moment, lass mich nachdenken. Ich glaube, ich habe eine Idee. Es gibt keine Möglichkeit, eine durch Hypnose installierte Blockade zu durchbrechen. Es sei denn, du wirst erneut hypnotisiert. Es ist riskant. Aber du könntest dich selbst in Trance versetzen, um die Blockade direkt in deinem eigenen Unterbewusstsein zu bekämpfen. Aber sei gewarnt, die Welt der Trance ist ein unheimlicher Ort. Wie ein paralleles Universum, das nur in deinem Kopf existiert. Sie ohne die Führung eines geschulten Hypnotiseurs zu durchwandeln, ist nicht ganz ungefährlich. Und die Blockaden, die der Doktor dir auferlegt hat, müssten dort mächtige Dämonen sein, die du nur im geistigen Zweikampf besiegen kannst. Hast du alles verstanden? Das musst du auch nicht. Noch nicht. Benutz einfach die Puppe, um dich selbst zu hypnotisieren. Und sobald du in Trance bist, suche den inneren Dämonen, der dich am Feuermachen hindert. Und vernichte ihn. Lol. Und damit geht das Abenteuer eigentlich erst richtig los. Wir werden das jetzt mal machen. Das ist so krank immer. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Wookie. Lilly hatte sich mit Hilfe des Hasen wieder in die Welt der Trance versetzt. Auf den ersten Blick wirkte hier alles fremd und seltsam. Vollkommen alleingelassen kauerte sie in einer kalten Höhle, die von dem riesigen Auge der Oberin argwöhnisch beleuchtet wurde. So groß war der Unterschied zur Realität also gar nicht. Okay, wir werden jetzt hier dazu machen. Da. Ah, der Staub! Mein Auge brennt! Wer war das? Fucking schreit, Alter. Und jetzt eiskalt dagegen kloppen. Oh, wie das brennt!
Na, warte! Wenn ich denjenigen erwische, der hier mit Dreck um sich wirft, der wird sein blaues Wunder erleben! Die Oberin kniff ihr tränendes Auge zusammen. Lilly war vorerst unbeobachtet. Das heißt, wir können jetzt hier durchgehen. Mein Auge brennt! Okay. Lilly hatte eigentlich genug Rippen. Man konnte sie gut zählen. Aber die Oberin hatte es verboten, weil es ihr den Appetit verdarb. Irgendwas hat ja wohl geklackert. Oh lol. Nach der Aktion mit dem Vorhang hatte die Oberin offenbar ihre Kontaktlinse herausgenommen. Seltsam. In der realen Welt trug die Oberin eine Brille. Aber in der realen Welt war die Oberin auch keine 20 Meter groß, also ging das wohl klar. Vor allen Dingen, wie das Ding immer nach innen fällt. Natürlich, also, boah, fällt immer nach innen. Nanu, was ist das? Was riecht denn hier so komisch? Das riecht nicht nach Karotte. So viel steht fest. Das ist Feuer! Ah, ich brenne! Nimm mir den Hut ab! Nimm ihn ab! Okay. Lilly wusste nicht so recht. Eigentlich war es ihr verboten, mit Feuer zu spielen. Tu doch was, Lilly! Nimm mir den Hut ab! Nimm ihn ab! Danke, Lilly. Du hast mich gerettet. Du siehst du mal, was Feuer alles anrichten kann. Am besten man lässt die Finger davon. Lilly war ein wenig zerknirscht. Der Schneemann schien gar nichts gelernt zu haben. Genau, der hat doch nichts gelernt. Töte dich! Was soll das denn jetzt werden? Hey, lass das! Nein, nicht! Nein! Easy. Lilly hatte das Feuer entsorgt. Genau wie der Schneemann es ihr aufgetragen hatte. Hoffentlich hatte er jetzt eingesehen, dass es durchaus Situationen gab, in denen man mit Feuer spielen durfte. Yeah. Gratulation! Lilly hat eine neue Fähigkeit erworben. Sie ist nun in der Lage, das Verbot mit Feuerspielen zu umgehen. Dazu muss sie es einfach in ihrem neuen Verbote-Menü mit der linken Maustaste aufheben. Behaltet diese Option im Hinterkopf. Im Laufe des Spiels wird Lilly lernen, noch viele weitere Verbote auf diese Weise zu umgehen. Es kann aber immer nur ein Verbot zur selben Zeit aufgehoben werden. Okay. Juhu! Ja, bevor wir jetzt hier weitergehen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Die Folge war jetzt recht interessant, was jetzt hier alles so passiert. Das war vorher nicht so geplant. Und damit verabschiede ich von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und lasst eine Wertung da. Also, bis dahin und ciao.